Nico Hipfel ist Österreichs Tennishoffnung. Der 16-Jährige gehört zu den Besten seines Alters, zählt schon jetzt zur Europaspitze. Dafür trainiert er bis zu 5 Stunden täglich. Sein Trainer, Papa Werner. Er hat mit mir als Vater, Trainer und Person, all inclusive, einen Verrückten hinter sich, der ihm keinen Druck gibt, sondern der ihm sagt, Bur, mach das. Mach's mit hundertprozentiger Überzeugung, dann kann das was werden. Der Opa hat damit angefangen, über den Papa, und seitdem ich auf der Welt bin, habe ich eigentlich einen Tennisschläger bei mir, seit dem Kinderbett angefangen. Und wie ich das erste Mal am Tennisplatz war, war ich sofort fasziniert. Talent und Wille reichen aber nicht. 100.000 Euro investiert die Familie jedes Jahr in Nikos Karriere. Bislang mit Erfolg. Ich bin mehrfacher österreichischer Staatsmeister. Vor ein paar Wochen habe ich meinen ersten U18-Titel international erzielt und mehrere U16-Titel habe ich auch schon international. Der Nico hat erfreulicherweise jetzt in den letzten 5 Wochen sich von 1.950 mit nur 5 Turnieren unter die ersten 1.000 bei den unter 18-Jährigen und 16-Jährigen weltweit nach vorne gespielt. Beim Second Upper Austrian Junior Grand Prix in Mauthausen trifft der Welser auf internationale Jugendprofis. Spielerinnen und Spieler aus 23 Ländern, erfreulicherweise aus Ländern wie Kanada, Neuseeland, Amerika, quer durch Europa, und die Österreicher haben sich ganz gut geschlagen. Aktuell finden auf der ganzen Welt 26 dieser Turniere statt. 2600 Burschen und Mädchen zwischen 16 und 18 kämpfen zeitgleich um diese wichtigen Punkte. Das Ziel bei allen: Tennisprofi werden. So gut wie möglich weiter nach vorne kommen in der Jugendweltrangliste. Nächstes Jahr vielleicht das ein oder andere Grand Slam spielen, Juniors, das ist definitiv ein Ziel. Und langfristig dann etablieren, Top 100 ATP, das ist das große Ziel. Also im Jugendbereich auf jeden Fall noch Junior Grand Slam spielen in die nächsten 2 Jahre und dann irgendwann einmal ein richtiges Grand Slam gewinnen. Sein nächstes Turnier spielt Nico in Budapest. Danach geht's zum ersten Profi-Tennisturnier in Bad Waltersdorf. Seinem Traum vom Grand-Slam-Sieg ist er damit wieder einen Schritt näher.